Hey Chicas, ich hoffe, euch geht's gut. Heute möchte ich euch einen Koffer zeigen von Manhattan. Ja, wurde mir zugeschickt. Ich war wirklich total überrascht, als es ankam. Ich werde euch, glaube ich, nicht alles zeigen können, weil sonst wird dieses Video wirklich sehr, sehr lang. Aber ich werde einfach reingreifen und euch die Manhattan-Neuheiten zeigen. Und ich würde jetzt sagen, ganz viel Spaß! Ja, fangen wir mit einem Concealer an, der nennt sich Easy Match Concealer 3-in-1 in der Farbe Classic Beige 20. Ja, ich bin super gespannt, wie der ist. Ich kann euch natürlich noch nicht sagen, wie die Produkte sind und so weiter. Auch kein First Impression, weil es wirklich sehr, sehr viele Produkte sind. Aber wenn ich vom Urlaub zurück bin, habe ich mir vorgenommen, ein Make-up-Tutorial zu drehen und damit eben einen Look zu schminken. Und dann werde ich natürlich meine erste Meinung dazu sagen. Ja, und heute zeige ich euch einfach nur die Produkte, damit ihr wisst, was auf euch in der Drogerie zukommt. Hier ist so ein weißer Pinselchen, dann kann man hier so drauf drücken, dann kommt die Flüssigkeit bzw. der Concealer raus und dann kann man den Concealer auftragen und dann würde ich den einfach mit dem Beauty Blender verblenden. Dann habe ich hier eine Foundation und die Farbe ist perfekt. Also ich habe hier an einer Gesichtshälfte das schon aufgetragen gehabt und die Farbe ist wirklich perfekt. Ich kann allerdings zu der Foundation an sich einfach noch nichts sagen. Dafür muss ich die auf jeden Fall erstmal testen. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall einen Look mal schminken. Diese Foundation heißt auch Easy Match Makeup 3-in-1 in der Farbe Soft Beige 34. Und hier steht Nude Finish mit einem Lichtschutzfaktor von 20. Also hier steht, es hilft auf jeden Fall, Rötungen zu reduzieren. Man hat ein leichtes, natürliches, ebenmäßiges Hautbild und ich freue mich total, die zu testen. Dann war hier ein Setting Spray, was für mich total interessant ist. Ich liebe Setting Sprays. Ich sette mein Make-up sowieso sehr, sehr gerne zwischendurch vor der Foundation und nach der Foundation. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass dieses hier da drinne war. Das heißt, Hashtag InstaPrime and Set 2-in-1 Primer and Setting Spray. Dann haben wir einen Gesichtsperfektionierer Perfect and Protect, also es schützt und es perfektioniert mit einem Lichtschutzfaktor von 25. Hier sind 30 ml. Ich finde die Verpackung auch total schön. Und das kann man als Grundierung verwenden, also vor der Foundation. Und dann wird die Foundation einfach viel besser mit der Haut verschmelzen, sich anpassen und viel länger halten. Dann haben wir hier einen Soft Matte Loose Powder und hier steht, das ist die Farbnummer Natural One, mattierend und fixierend. Und da bin ich super gespannt, weil ich finde es in der Drogerie super schwierig, einen guten lose Puder zu finden. Ich und Tara hatten ja von Catrice einen lose Puder getestet und der war wirklich nicht gut. Und ich gucke gerade, nee, der ist nicht translucent, das ist wie gesagt die Nummer 1. Ihr müsst immer drauf achten, wenn das sehr, sehr weiß ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es translucent ist. Dieser hier nicht. Ja, hier ist auch noch so ein Schwämmchen, ne? Finde ich immer sehr, sehr gut. Dann habe ich hier ein Puder-Make-up. Hier steht 3-in-1 Perfect Ton in der Farbnummer Peach 20. Gerade für unterwegs ist es wirklich sehr, sehr praktisch, ne? Also so schaut es aus. Und dann können wir hier an der Seite ein Schwämmchen rausziehen und dann zwischendurch dann so ein bisschen abpudern und zugleich einfach die Foundation nochmal auffrischen. Dann habe ich ein Natural Bronzing Powder. Eine tolle Farbe, nicht zu aschig, nicht zu rot, perfekt wie ich finde. Ist aber nicht matt, hier sind so leichte Glitzerpartikel, also so ein bisschen Schimmer ist da. Und das finde ich auch nicht verkehrt, weil damit wollen wir ja nicht eine Kontur setzen, sondern ein bisschen so einen Bräunungseffekt hinterlassen. Und da darf man auch so ein bisschen Schimmer haben und glowy aussehen. Das ist ja richtig cool. Das ist ein Contouring Kit. Also wir haben hier einmal einen Highlighter. Das ist so ein Champagnerton. Dann haben wir was hier für die Kontur und ein Blush in meiner Lieblingsfarbe. Also total toll. Ja, das ist so ein Rosé Peach. Ich liebe solche Blushes. Zum Konturieren ist mir eventuell ein bisschen zu hell. Also das ist vielleicht was für hellere Hauttypen. Das ist auf jeden Fall die Palette 001 Saint-Tropez Glow. Vielleicht gibt es ja auch eine Nummer 2 Palette. Ja, muss ich auf jeden Fall mal gucken oder nachfragen, aber die Idee ist bombastisch. Dann geht es weiter mit einer Lidschattenpalette, einer richtig süßen kleinen Lidschattenpalette mit 4 verschiedenen Farben. Das sind Schimmertöne und ich finde die total schön. Wir haben hier einen Beige-Ton, dann haben wir hier ein Taupe.
hier ein Bronzeton und hier einer, der so ein bisschen roséstichig ist. Also ich denke, dass man damit einen sehr schönen Look kreieren kann. Also sowohl für den Alltag und auch für die Nacht. Ja, richtig cool. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde jetzt mal diesen hier swatchen. Oh, die Pigmentierung ist wirklich super. Ich finde, Manhattan hat sowieso viel mehr Aufmerksamkeit hier auf YouTube verdient. Dann war hier ein Concealer, ein Wake-up Concealer. Und ich glaube, die Verpackung hat sich verändert, weil diesen hier habe ich damals total gerne verwendet. Habe ich euch auch ganz oft gezeigt, aber es ist schon ein paar Jährchen her. Und ich meine, die Verpackung hätte sich verändert. Ja, das ist die Farbe 002 Classic Beige. Wird bestimmt perfekt passen. Swatche ich hier. Ja, eine tolle Farbe. Ein Beige-Ton, nicht zu rosastichig. Wirklich perfekt. Wird hier unten alles richtig schön aufhellen und highlighten. Ja, sehr, sehr cremig. Ich bin gespannt und hoffe es wirklich sehr, dass der nicht in die Fältchen kriecht. Dann ist hier ein Lip Liner dabei und ich liebe die Manhattan Lip Liner. Kaufe ich immer wieder nach. Ich habe da die Farbe G49 oder 59, ich weiß nicht mehr welches, ist so ein New Tone. Bombastisch, ist immer ausverkauft und ich liebe den. Ich schreibe euch den mal unten in der Infobox, der ist total toll, wirklich. Also gerade für so Nude Lippenstifte. Und die heißen Extreme Lust Lip Liner. Ja, und das ist ein bräunlicher New Tone, swatche ich euch mal. Wow, tolle Farbe. Schaut mal, richtig klasse. Also genau mein Ding auf jeden Fall. Dann ist hier auch ein Lippenstift und ich finde die so gut, weil die sehr, sehr lange halten. Die heißen Manhattan Lips to Last Gloss. Ja, hier habt ihr einfach die Farbe, also einmal auftragen und hier habt ihr einen Gloss-Finish. Das könnt ihr dann hinterher auftragen und die halten sehr, sehr lange. Die haben eine tolle Farbauswahl. Also es gibt einen in so einem Nude-Ton, der so ein bisschen ins Rosé geht. Der ist so schön, den trage ich total gerne. Also auch die hier kann ich euch echt empfehlen und die Farbabgabe ist bombastisch. Dann haben wir hier einen Dip Eyeliner, also einen Liquid Eyeliner von Manhattan. Die sind auch sehr, sehr gut. Der ist waterproof. Die Farbabgabe ist toll und ich habe den schon, also ich benutze den total gerne, deswegen freue ich mich so sehr, dass der hier drin ist. Und die Spitze ist wirklich schön fein und flexibel, also damit kann man sich wirklich einen sehr, sehr schönen Eyeliner ziehen, einfach und schnell. Und das hier ist die Farbe 1010 and Black. Dann sind hier noch zwei Lippenstifte, das sind die All-in-One Lipsticks, einmal in der Farbe 970 Precious Plum und ich liebe so Plum-Töne und einmal die Farbe 320 Crushed Cinnamon, das ist ein Braunton und Brauntöne sind total im Trend, Ladies. Und der ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist ein sehr cremiger Lippenstift, der aber wirklich sehr langanhaltend ist. Und die Farbabgabe ist wirklich super. Und die habe ich schon getestet. Ich habe verschiedene Farben oben in meinem Schminktisch. Und deswegen weiß ich, dass die sehr gut sind und perfekt für den Alltag. Weil die cremig sind und trotzdem sehr lange halten. Und ich finde es wirklich sehr schwierig, einen cremigen Lippenstift zu finden, der lange hält. Dann habe ich hier einmal die Farbe 970. Das ist dieser Plum-Ton. Und der ist so schön für den Herbst. Ich liebe solche Töne. Und der ist einfach gigantisch. Schaut mal, also total klasse. Die kann ich euch auch echt empfehlen. Cool, hier haben wir noch ein Browtastic, also ein Brow Styling Gel. Es ist transparent, das ist natürlich perfekt. Da müssen wir nicht gucken, ne? Passt die Farbe? Werde ich hier mal direkt austesten. So. Finde ich richtig schön handlich, süß, klein, passt perfekt in die Handtasche. Hier sind 5 Milliliter. Und ja, hier steht langanhaltende Gel für definierte und gepflegte Augenbrauen. Werde ich auch direkt in meine Tasche packen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und hier könnt ihr mein letztes Video sehen. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt mir gesund. Ciao.